Hey Leute, hier ist wieder euer Brille mit Medieval Dynasty und wir haben in der letzten Folge richtig Geld mit Wurfsteinen gemacht. Danach kam Patch, nachdem ich das Video dazu rausgebracht habe. Ich hoffe, es funktioniert überhaupt noch. Wenn nicht, tut es mir unendlich leid. Aber das Video kam schon mal am Freitag, also ja, hat sich das wahrscheinlich eh schon erledigt. Gucken wir jetzt erstmal, ob wir hier irgendwo einen Leinensack kriegen. Unigost, warte mal. Zeig mal deine Ware, Bro. Ja, ich glaube, das ist. Können wir nehmen, ne? Kaufen wir mal ein. Okay. Ja, so. Hast du einen Moment Zeit? Zustimmung minus 5. Es ist hart und schmutzig. Okay, ja, dann mag mich halt nicht. Aber ich hoffe, ihr mögt mich und ich danke euch auf jeden Fall mega fürs Einschalten. Ihr seid mega cool. Es freut mich so, dass dieses Projekt so auf. Ja, auf euren Zuspruch stößt. Das ist mega krass, geil, genial. Ich komme gar nicht klar. Und ja, wir sammeln natürlich wieder alles. Und ich mache direkt falsch. Ich sammle nur Stöcker. Dabei sollte ich hier hingehen. Und jetzt looten wir erstmal echtes Johanniskraut und Steine. Steine sehen wir leider nicht. Ein Survival-Ding. Stein, 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 du bist mein. So. Ihr seht, ich knüpfe hier direkt am letzten Video an, wie meistens. Hab dazwischen noch schnell das Tutorial-Video aufgenommen, was wirklich hoffentlich vielen weitergeholfen hat. So, jetzt ein Pilz. Wir sammeln einfach erstmal ein paar Steine, weil wir werden das Geld brauchen. Und dann sehen wir unsere ersten Zwiebeln aus, Freunde. Denn der Murmel hat den Tipp gegeben, dass man erstmal Zwiebeln aussehen sollte. Weil man daraus gut mit Fleisch zusammen Zwiebelfleischsuppe oder sowas machen kann. Auf jeden Fall was Gutes, was sich aber schnell spoilt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So, guck mal, boah, hier liegen Steine rum, ne? Geld, Geld in Massen. Nice. Und wir sollten auch bald mal was essen, aber wenn ich mich richtig erinnere, haben wir noch ein Fladenbrot auf Tasche. Ja, das hauen wir uns jetzt erstmal rein. Dann noch ein paar Pilze. Und hiervon auch noch ein paar. Ach komm, was soll der Geiz? So. Lecker. So, da war noch ein Stein. Ich kann jetzt die Steine nicht mehr liegen lassen, ne? Seitdem ich das rausgefunden habe. Das ist ja extrem krass. So, jetzt aber ab nach Hause. Zack, 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 zack. Und wo ist unser Feld? Da. So, jetzt müssen wir die Tasche wahrscheinlich ausrüsten. Okay, machen wir mal auf 8. Ja, soll kein Dünger rein. Hör mal. Was soll denn? Alter. Achso, änder den Beutelmodus. Oh Gott. Zwiebel. Ach, das kann diese Saison nicht. Ja, egal. Hoffen wir mal einfach, dass die Samen durchhalten bis nächstes Jahr. Dann lagern wir die jetzt halt erstmal ein. Was soll der Geiz? Ist ja auch nicht so schlimm. So. Die Zwiebelsamen alle da rein. Und die Tasche dann halt auch, ne? Obwohl, was konnte ich da rocken, ne? Ja, egal. Egal. Wir leveln erstmal. Und zwar hier überleben. Da können wir, was können wir denn hier? Fischer, Wassertänzer, Athlet. 10% weniger Schaden nehmen. Ist vielleicht auch nicht schlecht. Nochmal 10% weniger Ausdauerverlust. 10% mehr Gesundheit. Ist schwierig. Ich würde fast drauf plädieren, das hier nochmal zu verbessern. Aber da wir auch jagen müssen, bin ich, glaube ich, mal solide wie ein Fels. So. Jetzt gucken wir mal, ob in unsere Falle schon irgendwas reingelaufen ist. Jawohl. Jawollo, so wünscht sich das der Jägersmann. Dann hat er auch am Jagen Fun. Wunderschön.
So, wir heben wieder alles auf. War da eine Gegend rumliegt, ist halt so. Zack und zack. Hauen noch ein, zwei Bäumchen weg. Er wollte nicht umfallen, weil er an dem hier lehnt, glaube ich. Aber das ändern wir jetzt. Ja, einfach mal aufsammeln. Essen ist Essen, auch wenn es nur einen gibt. Vielleicht können wir auch eine Pilzsuppe machen. Ich muss gleich mal an den Kessel gucken. Das habe ich nämlich noch gar nicht erforscht. Was ist mit den Bäumen los? Okay. Ach, wollte gar nicht mehr. Scheiße. Aber ich dachte schon, jetzt hätte ich das zu Stöcken gemacht. Sah kurz so aus. Deswegen das böse Wort. Dann machen wir mal direkt mal einen Speer. Sind wir, glaube ich, ein bisschen leichter. Ja, ein bisschen. So, jetzt will ich eben noch die Dinger hier wegboxen. Den Baum vielleicht auch noch. Zack, zack, zack. Da geht er ab. So, und dann ist es auch Rundholz. Wir sind ausgepowert. Ich weiß gar nicht, wie viele Speere ich jetzt habe, aber ich mache einfach mal nochmal einen. Kann nichts schaden. So. Gehen wir mal zu unserem Werkshaus. Sorry, dass es so lange dauert gerade. Aber ist halt so. Machen wir nochmal schnell so viele Wurfsteine, wie wir können. Um die dann am nächsten Tag vielleicht nochmal zu verkaufen. Weil es fängt ja jetzt auch der Winter an, ne? Und das wird heftig. So. Jetzt wird mal kurz beschleunigt oder gecuttet. Mal gucken, wie ich es diesmal mache. Weil es dauert jetzt halt erstmal ein bisschen. Aber es werden immer noch 5 aus einem Stein. Das ist schon mal gut. So, fertig. Zack, schon sind wir auch ein bisschen leichter. Aber wir machen jetzt erstmal das Rundholz, was wir haben. Die Stöcker, die wir haben. Hier rein. Und 80 Gesteinsbrocken wieder. Und die scheinen immer noch genauso viel zu bringen. Das macht mich gerade sehr glücklich. So, jetzt sammeln wir hier noch unser Rundholz ein. Da hinten. Ey. Geweiche! Du auch. Ey. Weiche, stumpf. Du auch. Habe ich die nicht letztens alle weggemacht? Kommen die immer wieder? Oh Gott. Oder habe ich einfach neue gemacht? Ich bin mir gerade voll unsicher. Ah ja, jetzt kann ich gerade den alten Modus nicht nutzen, weil ich zu außer Puste bin. Mann, Mann, hektisch heute. Hektisch unterwegs, der Brille. So, noch eins. Noch eins. Lalala. Oh, Federn. Nice. Ah ja, Federn. Könnten wir auch mal gucken. Da liegen auch noch welche rum. Immer wenn ihr Bäume fällt, liegen auch irgendwo Federn rum, Freunde. Also, normalerweise. Falls ihr die später mal braucht und auch Steine mitnehmen, ihr wisst es, Geld ist Geld. Geld regiert die Welt. Ah, guck mal. Schön. Dann liefern wir das mal ab. Uff, angekommen. Wäre ewig gedauert. So. Rundholz. Alles da rein, bitte. Stock. Auch erstmal alles da rein. Schön. Jetzt können wir nochmal schnell eben Felsen machen. Alle machen, bitte. Danke. So. Fertig die Dinger. Und dann tun wir die erstmal hier rein. Was soll der ja jetzt? Essen, trinken geht noch. Aber ich hätte gerne schon mit der, sag mal schnell, Hütte angefangen. Holzfällerhütte. Und vielleicht eine bessere Axt noch gemacht oder so. Obwohl, das ist eine Steinaxt, oder? Steinaxt, ja. Okay. Hat sie erledigt. So, ja, dann gucke ich nochmal eben hier
Rotkohl, Salzfleisch, Karotte, Salzfleisch, Fleisch, rote Beete, Salzfleisch, Zwiebel, gebratenes Fleisch, Haferkorn, damit kann man Brei machen, okay. Haferschleim, Kohlfleisch, ah, ich hätte eh nichts anbauen können, fällt mir ein, weil jetzt gleich fängt, ah ne, ein Tag reicht glaube ich nicht, oder? Ich habe mich da noch nicht so schlau gemacht, was das Nutzpflanzen anbauen betrifft. So, jetzt waschen wir uns erstmal, wir stinken. Scopes wird jetzt wieder stinkt in den in die Kommentare schreiben. Bitte tut es nicht. Wenn doch, nehme ich es euch trotzdem nicht übel. Ist halt verlockend jetzt, ne? Nachdem ich das gesagt habe, ich bin auch ein Horst. So. Halt hier, du sollst auch noch weg. Geh weg, Weiche! Oh, das ist so verlockend, Leute. Ich kann einfach nicht aufhören. Steinesucht angesagt. So. Nimm mit, Jo. Geld ist Geld. So. Jetzt gucken wir mal schnell. Unser Fleisch, ist das überhaupt noch haltbar? Ja, alles klar. Boah, wir noch 15 Fleisch. Nice. Wir können ja mal gucken, ob wir ein paar Zwiebeln kaufen können. Und wir können leveln bei Jagd. Oh, das ist ja schön. Ruhige Hand. Was bringt das? Speer wird 10% ruhiger gehalten. Okay, Bogenschütze, Pfeile, Bolzen haben 10% geringere Chance zu brechen. Oh, das will ich. Alles klar. Läuft. Okay, das hätten wir. Können wir auch mal gucken. Überleben haben wir mittlerweile 42 Punkte. Ha, schauen wir mal in unsere Hasenfalle. Müsste da hinten ist er, ja. Breitwegerich schön mitnehmen. Alles mitnehmen. Wo ist jetzt da? Ist unsere Falle schön getarnt, aber ist leider noch nichts drin. Neo. So. Will ich jetzt ein. Bevor ich da hingehe, gucke ich glaube ich einmal kurz. Hier der Holzschuppen. Was brauche ich dafür? 6 Rundholz. Da wird sich ja hier hinten irgendwo anbieten. Hier könnte man später richtig große Felder theoretisch hin machen. So. Bauen wir die mal hier so hin, würde ich sagen. Gut. Axt raus und gib ihn. Bam, 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 bam. Baumfest. Und ich hänge irgendwie am Baum fest. Oh Gott. Oh Gott sei Dank, ich bin losgekommen durch viel Gespringe. Alter Falter, das war gruselig. Wünsche ich keinem so ein Erlebnis. Ich gehe mal nicht zu nah dran. Oh, aber auch nicht zu weit weg. Hau drauf und hau weg. Baumfeld! Zack, zack und Double Zack. Triple Zack. Sorry. Einmal versackt. So. Ja, so ein schöner Platz dafür, oder? Was meint ihr? So. Gebäude, Ressourcen. Da ist schön viel Wald. So, und was brauchen wir jetzt? Ein Rundholz, 8 Stroh, ein Rundholz. Ah ja, wir haben jetzt kein Stroh mitgenommen. Warte mal, hier liegt noch ein Rundholz. Ist hier noch irgendwo? Nee. Ja, dann. Warte mal, hauen wir das eine Rundholz hier schon mal dran. Dann ist er zufrieden. Dann bauen wir nur noch 8 Stroh und ein Rundholz. Das gehen wir eben holen, das haben wir zu Hause. Lalalala. Wunderschön. Ah, nee. Keine Pilzbedarf gerade. Oh mein Gott. Okay, angekommen. 8 Stroh brauchten wir, ne? Ich vertraue jetzt ausnahmsweise mal auf mein Gehirn. Und ein Rundholz, wenn ich das richtig verstanden habe. Anstrengender Run zurück. Eingeleitet. Scheiße. Laufen, 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 laufen. Und schon haben wir es gebaut, denn. Wir brauchen nur noch drauf hauen und es fertig.
Nice. Lalalala. So, haben wir jetzt irgendwas, was wir reintun können? Eigentlich nicht, ne? Tja. Dann zurück nach Hause. So, und dann können wir uns langsam überlegen, weil wir haben ja schon eine zweite Hütte. Wir sollten vielleicht echt noch ein bisschen hier... Warte mal, ich muss erstmal noch die Pfeile ausrüsten. Wieso kann ich die denn nicht... zusammen nutzen? Das ist total dumm. Egal. Ich habe hier den Bogen und hier den Speer und... hier müssten auch irgendwo Tiere sein in der Nähe. Wir gucken mal, ob wir nicht noch ein bisschen was gejagt kriegen. Ich weiß, ich bin der Jagdmaster, Alter, aber... ironic. Ich denke, wir kriegen das hin, irgendwas gejagt zu kriegen noch. Um unseren Jagdskill bzw. die Technologie zu steigern. Oh, das haben sie schön gepatcht. Man kann jetzt ein bisschen mehr reinzoomen bei den Fernkampfsachen. Das ist schön. Aber ich sehe nichts. Seht ihr was? Warte mal. Brauche ich mal eine Trinkflasche? Da. Trinken. Nice, ey. Das ist nice. Okay, es macht aber nicht ganz voll wie ein Schluck am Teich. Aber egal. Es rettet einem schon mal den Pöppels. Hier müssen doch irgendwo Viecher sein, da hinten. Oder? Nee. Ich will den Bogen. Oh. Ich krieg dich. Du wirst sehen. Bei meinem Pfeil? Jawohl. Dann kann ich ihn tracken. Haha. Zweite. Die Ausdauer. Okay, da liegt ein Pfeil. Ich will den Pfeil. Danke. Da ist er. Verdammt. Verdammt. Mann, gib mir meinen Skill. Wo ist er hin? Verdammt! Da. Jawohl, er hat gehittet. Und der Speer auch. Oder nicht. Komm her, du. Warte mal, guck mal schnell. Technologie haben wir jetzt gerade. 42. Zack. Da bist du tot, mein Freund. Da sind noch meine Pfeile. Gib mir erstmal einen Pfeil. Ich will erstmal einen Pfeil. Danke. So. Nice, Leute. Ach, schön. So, jetzt gucken wir mal. Das hat gegeben 3 Punkte. Ja, dann grinden wir jetzt mal ein bisschen. Warte mal. Pfeile müssen wir erstmal wieder ausrüsten. Alles klar. Bleib ruhig stehen, du kleines Tier. Ich tue dir doch nicht. Da. Jawohl, voll erwischt, Alter. Der Pfeil steckt. Komm, beruhig dich, damit ich nochmal auf dich schießen kann. Oh, Entschuldigung. Da war ich zu sehr in Ekstase. Bleib doch mal stehen. Mensch. Beruhig dich. Ah. Ja, nice. Nice.
Ja, sauber. So langsam wird's. Meine Freunde. So, die Pfeile scheinen alle in den drin zu stecken. Alles klar. Nice. Mal gucken, ob das Weibchen auch 3 Punkte gibt. Ich gehe mal davon aus. Wäre sonst ganz schön sexistisch. So. Und? Hä? Es hat jetzt gar nichts gegeben. Lol. Soll ich das veräppeln? Hä? Ok. Ja gut, kannst du nichts machen, ne? Auf jeden Fall haben wir noch ein bisschen Fleisch geklärt. Die anderen Riesen sind bestimmt alle weg, boah. Ich hätte schon gerne noch eins geklärt. Aber wisst ihr, was wir machen? Wir sammeln jetzt mal ein paar Steine noch auf dem Rückweg. Und dann gehen wir in der nächsten Folge mit 1 Milliarde Wurfstein zu dem Händler mit den Metallwerkzeugen, den ich auch im Tippvideo erwähnt hatte bei Hornika, und holen uns erstmal vernünftiges Werkzeug. Was haltet ihr davon? So ein richtiger Metallspeer oder sowas. Edles. Das wäre doch sexy, oder? Ich finde das mega. So. Oh. Warte mal. Jetzt muss ich auch schnell was wegschmeißen. Ja, komm. Alle weg. Ich weiß gar nicht, ob ein Headshot bei denen zählt. Oh, nice! Aber beide Pfeile kaputt. Schade. Boah. Du frisst aber. Ich bin immer noch zu schwer, verdammt. Ah, ich muss das abwerfen. Hilfe, Leute. Warte mal. Abwerfen. Abwerfen, alle abwerfen. Wir sind immer noch einen halben Kilo drüber. Den essen. Nein, oh, verdrückt. Wo ist er, der Pilz? Ah. Essen, 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 essen. Ach, komm schon. Einen Stein ablegen. Jetzt können wir wieder rennen. So. Oh. Das ist ein bisschen blöd, dass man die Pfeile extra anlegen muss. Oh Mann. Voll am Strafen hier. Komm schon. Beruhig dich, Brille. Da ist ein Speer. Da ist noch ein Pfeil von dir. Und dann holst du dir viel gleich. Und dann ist das arme Tier natürlich. Und dann ist gut. Ganz in Ruhe. Oh, komm schon. Strafe Master, das Tier. Ja, geht doch. Nice, wir haben die Jagdhütte freigeschaltet, Leute. Sehr geil, das heißt, wir können jetzt Pfeile selber basteln. Das ist mega episch. Mega. Oh, das ist richtig cool, ey. Die hauen wir dann auch hier hin, irgendwo, würde ich sagen. Weil hier sind viele, viele Tiers. Erstmal Ausdauer. Ausdauer regenerieren, bitte. Also, wenn das mal nicht eine erfolgreiche Jagd war, dann weiß ich auch nicht. Oder, Freunde? Wir haben echt das Ding freigeschaltet. Ich glaube, es hackt. Ha, gucken wir doch mal. Überleben. Jagdhütte. Arbeitergebäude zur Jagd, bla bla bla. Pfeile. 50. Können wir uns sogar leisten. Kaufen. Nice. Dann können wir jetzt schon Pfeile machen. Das ist nice. Das ist sehr nice. So, jetzt aber ab nach Hause. Dafür werfe ich mal den Turbo an. Miau. Ab. Miau.
La la la. Schon wieder so ein weiter Weg. Und ich bin ich schon vorbeigelaufen? Ich falsch gelaufen? Lol. Hä? Naja, wieder Turbo an. Er schnauft, der Gute. Kann er einmal hier am Ufer lang. Wer braucht einen Schluck zu trinken? Trinke mal. Ah, wunderschön. So, die Steine, die verarbeite ich diesmal offscreen. Weil, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so geil für euch ist, wenn ich das jedes Mal im Video mache. Aber wenn ich die unterwegs einsammeln dürfte, es eigentlich nicht zu schlimm sein. Sammle ich die erstmal. So. Wie, mehr passt nicht rein, oder was? Lol. Dann nicht. Dann mache ich daraus jetzt Wurfsteine. Steine. Nicht Wurfsterne, sondern Wurfsteine. Alter Falter. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch fürs Einschalten. Hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge, wie ich hier so verpeilt rumgelaufen bin. Und freue mich drauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Also haut rein, bleibt so toll, wie ihr seid. Danke für euren kranken Support. Euer Brille.